Was ist denn der Unterschied zwischen Quarzblock und Säulenquarzblock? Ist das eine Schüssel da? Ja, Säulenquarz ist, glaube ich, der geschüsselte. Also man kann Quarz zu Säulen schüsseln, das wüsste ich. Ah, nee. Da musst du Quarzblöcke nochmal übereinander legen. Also, ich brauche 12 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Die rausnehmen und die dann im Crafting-Menü einfach nochmal zwei übereinander legen quasi. So, da brauchen wir davon 12. Und jetzt wird es nochmal interessant. Ah, jetzt brauchen wir von Draconic Evolution einen Auferstehungsstein. Habe ich vorhin schon ein bisschen was vorgecraftet. Dachte ich. Alter. Genau, ich brauchte diese. Dafür brauchte ich Ich habe dieses. eine Note gefunden, die 125 Ordo enthält. Das ist Das klingt erstmal gut. ganz schön groß. Habe ich das? Jetzt fehlen mir nur noch die Seelen. Scheiße. Sagt man nicht. Die Bildung war nicht. Hast du zufällig noch Seelen in deinem ME-System? Nein, bloß Seelen, Ampullen. Warum? Ich brauche 4 Seelen von Draconic Evolution. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie wir da reingekommen sind. Da muss ich das Vorhaben doch nochmal nach hinten schieben. Was meinst du mit Seelen? Gib mal in der Suche ein Auferstehung. Da kommt Stein der Auferstehung von Draconic Evolution. Warum habe ich gerade keine Suchleiste? Oh, drück mal O. Oh oh. Ah, check. Was hast du denn? Auferstehen. Auferstehung, Kannst auch Stein eingeben und nur Stein suchen, aber das sind, glaube ich, mehr drin. Stein der Auferstehung. Seele. Ah ja. Diese ich brauche. Ich habe aber gerade einen Hänger, wie man an die rankommt. Ich dachte halt, dass die auch. So. Sind die nicht bei dem. Sind die nicht beim Killer Joe auch gespawnt? Die Trophäen, ja, aber Na, die Trophäen sind aus der Mobform gekommen. Der hat wirklich keine Seelen. 16682. Da muss ich mal kurz die Google-Maschine anwerfen. Google. Best Ray from Draconic Evolution Mob Soul. Das klingt doch schon mal vielversprechend. Ist wieder ein Forum, wo jeder alles besser wissen wollte. Ach komm. Was? Ah. Was denn? Musst du mit einem drakonischen Schwert
einer drakonischen Waffe oder Gegenständen, die Verzauberung Sensenmann haben. Dann muss ich mir jetzt mal noch schnell ein drakonisches Schwert machen. Ist die plausibelste Erklärung. Ja, alles andere macht keinen Sinn. Kurze Frage, hast du das schon mal hingekriegt, dass ein Endersteinbruch mit drei Fackeln lief? Ja, hat schon mal bei mir funktioniert. War aber zu der Zeit, wo es bei mir immer mal funktioniert hat und dann wieder nicht und dann doch wieder abgebrochen ist und dann doch wieder nicht. Mocker, bla bla. Will er nicht. Ach, das ist ja schon der. Ja. Check. Ach du Heiliger. Alter, der Hansi haut mir so aufs Maul. Das ist mir egal. Nee, alles gut. Gestern habe ich die ganze Folge rumgeheult über mein Gold, was ich so brauche. Also, dass ich kein Gold mehr habe und so. Was hast du gefunden? Nee, und jetzt verprasse ich gerade hier Gold ohne Ende. Ist doch normal. Ja, Mann! Ja, Mann! Ich hab einen gefunden! Ja, Mann! Du hast einen und dann hat es bei mir abgekackt. Ich hab einen gefunden. Ein Regenbogen-Eukalyptusstamm. Ah, Baum. ich weiß jetzt übrigens auch, warum ich Den Tisch nicht mit hab, ist eine Axt. gerade so einen hohen Output hatte auf der Batterie. Ich hatte nicht geladene Items im System, die sich aufgeladen haben. Ich habe jetzt ein Schwert in meinem System, was Attack Damage 3x3 macht und hat einen Angriffsschaden von 20 plus 10 Mobgesundheit. Keine Ahnung, was das ist. Das war nicht mal so teuer. Hansi, ich muss Dinge töten. Hansa, Ja. hast du deine Mobform an? Ich glaube. Nicht. Machst du an. Diese aus. Ich schalte sie mal an. Ich würde mich doch rollen hier. Ich muss da jetzt irgendwie runter. Oder muss jemanden hier hochlocken? So, oder? Jetzt doch nicht. Nicht. Was ist das Ding? Vor allem das zweite Blatt, was ich weggehauen habe, habe ich den Setzling rausgekriegt. Jetzt habe ich hier den ganzen Baum in der Hand auseinander, weil Axt liegt irgendwo. Und danke. Ist natürlich jetzt extrem gut, dass ich den gefunden habe, weil ich vergessen habe, ich die Koordinaten von meinem Steinbruch vergessen habe. Okay, also ich habe So, mit Orange. nichts gekriegt. Ich mache mal den Mobform wieder aus. Wie hast du nichts gekriegt? Ich habe keine Seelen gekriegt. Ah, draußen ist ja gerade dunkel. Wie hast du den gekillt? Ja, ich war ein paar Mal drinnen. Das ist halt schon stressig, da drin Zeug zu töten. Weil du immer schlecht wieder rauskommst. Ein bisschen. So. Creeper. Flieg schneller. Alter, wie ist diese. Früher wollte ich hier irgendwelches anderes Zeug ausschalten. Jetzt wäre mir gerade am liebsten, Skelette auszuschalten. Wenn du irgendwas machst und prinzipiell von hinten ein Skelett.
Was machen? Bist du ja Skelettmensch oder was? Wollte ich gerade sagen, wer hat denn hier ein Haus gebaut, aber. Ja, meins. Ein altes höchstwahrscheinlich. Nee, nee. Bin von deinem gerade quasi zu meinem geflogen. Mitten auf dem Wasser. Zurück. Also ein bisschen. Ich glaube, ich habe hier irgendwas falsch interpretiert. Alter, was ist denn mit dem hier? Steht hier auf meiner Scheune oben ein Zombie mit so einem Walhut. Muss doch nicht sein. Muss doch nicht rumstellen. Geh da hin oder was? Mensch. Schneebier ist viel besser. Voll vergessen, wie es hier draußen ist. Voll das Kellerkind geworden, ey. Ich wollte gerade sagen, voll das Kellerkind. Was denn hier? Richtig, ja, schon. Alter! Achso. Die Spinne, die hat 3 oder 4 Schläge gebraucht. Und dann hat die aber auch übelst komische Geräusche gemacht. Was ist die dort noch? Ja, warte mal. Was denn? Wenn ich das Schild aufstelle, da braucht ich den Kristall dazu, ne? Magischer Stift für Wegweiser. Ja, genau, diese 2 Smaragde übereinander. Ah, mit dem beschreibe ich das Ding. Irgendwie so, ja. Wir wissen, was gemeint ist. Alter, ich krieg hier keine. Ich hab das bestimmt. Ich krieg hier keinen Rappel, wenn das weiter regnet. Ich bin extra in Schneebiom gegangen, weil es mir zu doof war mit dem Regen. Toll, schön. Mobsoul. Hier steht doch. Die Mobseele ist der Mobdrop von Draconic Evolution. Es kann als ein sehr. Ah. Als ein sehr seltener Drop. Töten von Mobs mit drakonischen Waffen. Du-dum. 1,6 soll reichen. Jetzt meine Frage. Kann man von Draconic Evolution erstellte Gegenstände verzaubern? Ich glaube ja. Ja klar, weil mein Bogen ist ja auch verzaubert. Alle, was das bedeutet. Halbwegs. Aus dem Vor allem ist Rüstungsamt. mir das, geht mir das heute schon den ganzen Tag so, wenn ich auf den Server komme, dass immer wenn ich auf den Server komme, gerade meine dass immer wenn ich auf den Server komme, dieses Geräusch kommt von dieses Geräusch kommt, als wenn jemand eine Tür zuschlägt. Weißt du, immer dieses Türgeräusch kommt da halt. So hingekriegt. Stoß von Bildzeug.
Ich habe mir mal ein paar Level bei dir gebraucht. Wie kannst du bloß? Es hat keinen, sag es mal so, es hat keinen Ausschlag gemacht. Als ich es wieder zurückgetan habe, waren genau noch so 304 Level drin wie vorher. Bloß halt der Balken ist Bruchteil kürzer geworden. Das eine hat mit anderen nichts zu tun. Aua. Ich habe jetzt ein Damage von 40. Und ich habe Plünderung und Mörder drauf gemacht. Hoffe, dass das Mörder mit Sensenmann gemeint war und hoffe, dass die Plünderung auch bei Seelen hilft. Und wahrscheinlich habe ich auch ein paar RF aus dem System geklaut. Mein Schwert ist jetzt wieder voll. Stehen denn hier Kühe auf meinem Feld? Ich muss erst mal überlegen, ich habe die Batterie. Scheiße, man muss schon die Batterie umbasteln. Och, Wieso? Menno. Du bist doch gerade bei mir, ne? Nee, schon lange nicht mehr. Und? Das Rack, der bei mir an der Batterie hängt. Kannst mal gucken, auf was ich den eingestellt habe. Ach so, also ich bin wirklich weit weg von dir. Ja, ist okay. Ich selber. Ich fliege gerade durch die Prärie und schlachte Vieh. Nur empfangen. Es scheint ja schon wieder Tag geworden zu sein. Es sind nämlich genau Monster da. Komm, Elefant, du bist so groß, du musst doch eine Seele haben. Hansi hat vorhin übrigens vor der Aufnahmesession seine Höhle unter seinem Haus ausgeleuchtet. Quatscht mit mir so über alles Mögliche. Sagt ihm immer: Hä? Hast du ein Loch bei dir an der Wand? Sah, nee, warum? Ach so, nee, warte. Die Schlucht, die wir gestern gesehen haben, da wo ehemals mein Fischer stand, von da kam der Hansan. Von seinem Haus, aus einer Höhle. Also ist die komplette Welt bis hierher unterhöhlt. Wieso geht denn das weg? Fokussieren. Ich brauche mal eine Höhle. Ich finde keine Höhle. Weil ich vermute, dass die ganzen anderen Tiere, die durch andere Mods hier reingekommen sind, nicht unbedingt Seelentropfen. Seelentropfen, ja. Ich habe sie zwar jetzt trotzdem alle getötet, aber ja, nur weil ich es kann. Ah. Einfach Reichweite, glaube ich, ein bisschen runterdrehen. So mit oben. Das bestehen Ich sehe hier von weitem meinen Laserstrahl. Also, die Welt ist noch nicht komplett geladen, aber ich sehe den Laserstrahl in meinem Keller. Zwischen Dinge können sein. Aufladen. Dann. Achso, du hast die Höhle jetzt komplett ausgeleuchtet, ne? Dann nicht komplett ausgeleuchtet. Ich hab da. Na, mal gucken, ob hier noch ein paar Monster spawnen. Sagen wir es mal so: Die Höhle ist groß genug. Irgendwo. Irgendwo gibt es noch Hier ist Wasser. er reingekommen.
Kugel zu holen? Nee. Die Höhle führt bis zum Erzjahr. Bist du gerade bei dir? Ich bin gerade bei mir, ja. Ich habe ja keinen gehabt, der mal nachguckt. Sorry. Ja, nee, ist okay. Ab nächste Woche Singleplayer. Gewiss. Show Monster. Yeah. So. So ein dusseliges Skelett ist. Aber. So ein Schlamm. Total planlos. Total planlos die Fackeln gesetzt. Ich wollte einfach ausleuchten. Warum denn eigentlich? Hast du Angst im Dunkeln oder was? Ja. Denkst du, ich gehe noch irgendwo in eine Höhle und buddel was aus oder was? Zu ist abgefahren. Ja, ich bin ja erstmal durchgesteppt und habe erstmal das Gold rausgeholt. Das ist ein Geier. Gold. Aber der kriegt sich irgendwas. Hier liegen schon XP, hier muss ich erst gewesen sein. Oh! Alter! Was denn? Der Flächenschaden ist vollkommen okay. Ich bin hier irgendwo runtergesprungen, da standen zwei Endermänner. Zwei Endermänner. Zwei Creeper, ein Enderman. Eine Spinne. Ich weiß nicht, was noch alles. Also die. Das Pilzblumen brauche ich jetzt erstmal grün. Das ist okay. Sehr schön. Sehr schön. Hast komplett eingerahmt. Naja, nicht ganz. Aber größentechnisch hast du es jetzt bestimmt komplett übertrieben, oder? Nö, 300 mal 300. Mir hat die Insel ziemlich gut gefallen, weil hier auch so ein schöner Fluss drin ist. Ich habe 200 mal 200. Falls ich mich mal noch irgendwo umzieht, dann wahrscheinlich hierher. Was? Wo du gesagt hast, wie umzieht. Ja, mit deinen ganzen Technik-Scheiß hier wird langsam zu viel. Boah, das ist ja total leckfrei. Ja, ist okay. Christ, Herz. So, Rahim. Jetzt wird's auch schlimm. Alter, geil. Ich konnte aus der Höhle einfach einen Reisestab in der Hand genommen und bin direkt zu dir in Dings gespawnt. Konnte direkt zu mir ins Haus porten. Ja, bitte? Brauchst du ein paar Sachen im ME-System? Welche? Ich hab noch ein bisschen was. Fleisch, Erze. Ja, schmeiß doch nicht. Scheiß drauf. Was brauche ich denn jetzt? Ich brauche Fackeln. Fackeln. Viele Fackeln. Hast du Obsidian? Ja. Bist du jetzt kurz bei dir noch hier in der Nähe am... Oh, Alter, Caps Lock. Bist du jetzt in der Nähe bei dir am Haus noch eine Weile, nie, ne? Nee, warum? Warum denn? Ich wollte mich hier unten in deine Mobform stellen. Ich bräuchte dann aber jemand, der die anmacht. Auf die Chance, dass du drauf gehst, natürlich bleibst du da. Ja? Noch nicht anmachen? So eine Macke, hier ist eine Tür! Ach ja. Vogel, Alter. Ich brauche noch irgendeinen Mechanismus, damit ich das Ding mit Lava fluten kann. So, tschüss, bis morgen. Also du kannst jetzt nicht weggehen. Natürlich. Nee. Natürlich. Nee, das ist scheiße. Ich bin jetzt schon vergiftet. Ha. Ging gleich gut los. Jetzt werde ich noch die Decke zubauen müssen, weil die Spinne ist jetzt auf dir. Ne, die Decke ist zu. Ja, aber. Achso. So zubauen, meinst du? Jetzt müsste mal was hier an meine Ecke kommen. Aua, ich brenne.
Andere Sachen müssten hier unten spawnen, das wäre besser. Muss ich die Werwölfe nicht stellen? Auch eher ungünstig. Da war da hier Oktatische drin, hab ich gerade gesehen. Ja. Warum? Oh so. Falls die Spinnen so. Wieso spawnt denn hier hinten in der Ecke, Kenner? Auf deinen Übergier sind drei Spinnen. Jetzt weiß ich, wo die Eier bei mir herkommen sind, aber warum? Ist gerade bei dir so ein kleiner. Oh nein! Ja. Alter. Hier ist gerade bei dir so ein kleiner Zombie gespawnt, der auf einem Huhn saß. Ich stehe hier in der Box mit einem halben Herz. Das ging gerade auf immer ziemlich schnell. Machen wir aus. Hau dich mal da nicht raus, ja. Weil sind überall noch Spinnen. Ja, ich weiß. Ich baue mich einfach nach hinten mit dem Hammer raus. Am Arsch, Alter. Alter, da geht gerade so langsam der Hammer. Hast du jetzt was kaputt gemacht? Hä? Nö. Boah, ist das? Ja. Hä? Alter, hier unten ist nichts kaputt gegangen. Kannst wieder ausbauen. Ich habe hier irgendwo Stein Glas zerfallen hören. Danke. Ja, das ist meine Pickaxe. Okay, also hier ist jetzt auch keine Seele gespawnt. Da muss ich das wahrscheinlich offscreen nochmal probieren. Was will ich denn letztens nehmen? Machen? Ich muss schon mal geguckt. Und dann mein. Komm, Fixe. Scheiß Hexen. Ist nicht hinten hoch. Weil ich an die Tür gedacht habe. Gut. Ob du eine Seele tropfst? Ja, jetzt macht er die Hexen rein. Ja. Die droppen bestimmt Seelen ohne Ende. Das geht doch mal runter. Brauchst du nicht? Nee. Ich hab grad nochmal geguckt, ob ich in einem anderen Forum was finde. Alter. Ja. Was denn? Die Drop-Chance ist 1 zu 1000. Für so eine Seele. Echt jetzt? Ja. Halleluja. Nächste wurde das testen. Ja, gut, das wird scheiße. Es geht voll in die Hose. Was? Ja, ich habe ja beim Deep Dark Einstieg von mir, habe ich ja gleich in der Nähe zwei Tempel. Wollen wir ins Deep Dark gehen oder was? Da würde ich jetzt meinen zweiten Steinpro aufstellen. Aber ich übertreibe. Ja, total. Mal gucken, was ich für einen Ausbild habe. Ja, ein bisschen. Ja. Warte. Wie schreibt sich das? Ja, läuft, ne? Also ich weiß nicht, was mit meinem Endersteinbruch kaputt ist. Aber auf jeden Fall hat er die letzten Male
viel, viel weniger RF gezogen. Weißt du jetzt, warum ich, also zwei Steinbrüche, ne? Weißt du jetzt, warum ich versucht habe, heute eine Turbine zu bauen? Ups, nein. In dein Deep Dark Portal. Achso, hast du Fackeln dabei? Für? Die Dark Fackeln. Ich hab Nachtsichtgerät. Stirbst du?